Das hat nichts mit Mega zu tun. Die Idee dieses Videos ist, euch die einzelnen Produktmöglichkeiten einmal nochmal visuell wirklich vorzustellen. Na klar, ihr wisst, was ist Ingwer, ihr wisst, was ist Vanille. Ihr wisst aber vielleicht nicht, was Ispingo ist, wie Ispingo aussieht. Und deshalb möchte ich euch das alles visuell hier einmal nochmal vorstellen. Wir haben in der WhatsApp-Gruppe, falls ihr da noch nicht Mitglied seid, Link unten in der Beschreibung, meldet euch gerne an. Da könnt ihr euch mit Dutzenden anderen Mitgliedern aus der Community austauschen und natürlich auch mit mir. Dort haben wir schon eine Ingwer-Guayusa-Mischung kreiert. Die wird definitiv mit aufgenommen in die neuen Produkte, denn generell alle neuen Teeprodukte sind sehr einfach für uns umzusetzen und da braucht es jetzt keine große Investition mehr. Das heißt, das ist eine gute Ergänzung, um die Produktpalette einmal zu erweitern. Aber es bringt natürlich jetzt keine, ich sag mal, neuen Kunden, die ja, nicht teeaffin sind, mit ins Boot. Nichtsdestotrotz, Ingwer, jeder weiß, was Ingwer ist. Aber das Besondere hier am Amazonas-Ingwer ist, dass er vom Geschmack her sehr viel intensiver ist. Und zwar sowohl einerseits im Geruch sehr intensiv ist, aber auch in die scharfe Richtung sehr intensiv und in die süßliche Richtung sehr intensiv. Also es ist einfach eine sehr schöne Ergänzung, harmoniert perfekt, sowohl mit Guayusa Dark als auch Pure. Die Mischung, die wir jetzt entwickelt haben, ist mit Guayusa Dark. Ich finde es sehr lecker. Dann Vanille und ja, ihr wisst, wie Vanille aussieht, aber diese Vanille hier ist extrem groß. Also ihr seht, die ist ausgestreckt hier, größer als meine Hand und sehr dick. Und das ist die heimische Amazonas-Vanille. Die ist sehr viel robuster, auch wieder sehr viel intensiver im Geruch, im Geschmack. Süßlich, super lecker und lässt sich natürlich auch perfekt kombinieren, zum Beispiel mit Ispingo. Ispingo ist ein Blatt, das hier im Amazonas wächst und zu 99% den Geschmack, den Geruch von Zimtrinde hat. Das heißt, das ist eine super geniale Kombination mit Vanille zum Beispiel oder eben auch als wirklich Zimtrindenersatz für die Chai-Mischung, die wir bereits haben. So, Flor de Jamaica ist eine weitere Möglichkeit, die ich euch in der Präsentation vorgestellt habe. Flor de Jamaica ist eine Hibiskusart, wird auch einfach Jamaika hier genannt. Leider ist aktuell Regenzeit, auch wenn es gerade nicht so aussieht, haben wir wirklich seit gut 2 Wochen jeden Tag kontinuierlich Regen. Und ja, eine Blüte ist nun mal sehr anfällig für Regen und ist daher wirklich auch ein saisonales Produkt, was wir aktuell zum Beispiel gar nicht bekommen könnten. Aber natürlich mit Vorplanung wäre das kein Problem. Ich blende euch einfach mal ein, wie diese Blüte aussieht, denn das ist keine Rose oder ja, irgendeine andere zarte Blüte, sondern es ist eine sehr dicke, feste Blüte. Als weitere Möglichkeit für Tees haben wir einfach die Möglichkeit, Teebeutel herzustellen. Und zwar sind das eher diese einfachen Teebeutel. Also in Deutschland, ich weiß, wir haben diese doppelten, fancy aussehenden Teebeutel. Hier in Ecuador werden einfache Teebeutel hergestellt. Die haben überhaupt keinen Nachteil zu diesen doppelwandigen Teebeuteln. Ganz im Ernst, diese doppelwandigen Teebeutel, die sehen einfach nur ein bisschen besser aus. Aber vom Prinzip her funktionieren die genauso. Und also es gibt hier keinen Nachteil bei diesen einfachen Teebeuteln. Die können wir hier ebenfalls herstellen. Droppt mal euer Kommentar, eure Meinung dazu unten ins Kommentarfeld, wenn ihr gerne Teebeutel haben wollt. So, jetzt habe ich noch eine mega coole Sache für euch und das haben wir in der WhatsApp-Gruppe schon dutzende Male besprochen und ich habe immer gesagt, ah, das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Früchtetee mit Guayusa. Und meine Aussage war immer, hey, Früchtetee in der Regel hat entweder Aromen oder Öle und das umzusetzen ist echt kompliziert, denn dazu bräuchten wir wiederum Maschinen, die dann zum Beispiel den Tee mit den Ölen besprühen. Das lässt sich hier alles ohne große Investitionen nicht umsetzen. So, jetzt habe ich aber mit der Gemeinde gesprochen und die meinten, ja, ist doch gar kein Problem, wir haben hier eine traditionelle Früchtemischung und die holen wir jetzt einmal von der Gemeinde ab. Let's go! Hola Enrique. Oh, Tizalate. Tizalate. Muchas gracias. Mira, y solo falta Jamaica. Y, ok, no, es no Jamaica. Puede, actualmente no. No tengo Jamaica. Yeah, okay. Pruebas. Ya. Yeah. Esta es fruta de todos los de la chagra. Hemos puesto chagra. Es rico. ¿Ispingo?
Polvo? Sí, tengo. Sí, ja. Also, ja, wir kriegen auch noch ein bisschen Quispingo-Pulver. Das ist auch super interessant, das vielleicht zu mischen mit dem Guayusa-Pulver. Ui, und Leute, schaut mal. Hier ist das Chakra-Zertifikat, von dem ich gesprochen habe im anderen Video. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn euch interessiert, worum bei diesem Zertifikat geht, warum das so anders ist als die ganzen Bio, WWF und Bli und Bla-Zertifikate. Oh, no. Nein! Okay. Otra lugar. Ah, perfekt. Canela! Canela, Spingo. Spingo, Quichua, Spingo. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Intens. Sí. Muy bien. Ok, perfecto. Muchas ya. Gracias. De para mi película. Ya. Estás haciendo película. Sí. Sí. Muy bien. Ok, gracias. Hay que buscar un Tarzán. Tarzán. Mi. Tarzán de Amazónica. Amazónica. Sí. Próxima orden, creo, con. Tisana. Tisana. Con ya. Tisana. Entonces, con tiempo. Sí. Vale. Ok, chao. Ja, chao. So, zurück. So, Leute, also, das war wirklich nicht einfach, diese Mischung zu bekommen, denn A. Sie ist einfach super selten. Also man kann sie hier nicht einfach im Laden kaufen. Das ist wirklich eher sowas, was die Leute für sich selbst zu Hause zubereiten. Dort ist enthalten Guayusa, dann Canela, also Espingo-Blätter, dann die Schale von einer Orange und Guayaba. Und das ist nur eine Variante. Wir könnten auch noch eine Variante mit Jamaika, also der Blüte, die ich euch vorhin eingeblendet habe, herstellen. Und das Ganze ist wirklich super lecker. Also ihr könnt das nicht vergleichen mit so einem Hibiskus-Früchtetee, den ihr irgendwie bei Edeka kaufen könnt, sondern das ist ja sehr erfrischend, hat aber trotzdem diese Intensität von dem Zimtblatt. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt kein Weihnachtsgetränk, ganz im Gegenteil. Ich habe das jetzt abkühlen lassen und das ist super erfrischend. Ich kann mir das auch perfekt vorstellen als Sommergetränk, eiskalt, vielleicht sogar mit einem bisschen Zucker oder dann wirklich noch eine Zitrone reingepresst. Also wirklich super, super lecker. Der Anteil an Guayusa ist hier ungefähr bei 30%. Das heißt, auf der Ebene unserer Chai-Mischung, das ist so ein kleiner Energizer, ich denke, perfekt wirklich für den Sommer. Hauptsächlich als Kaltgetränk. Ich denke, das ist auch was, genauso wie die Ingwermischung, die werden wir garantiert mit aufnehmen. Die Idee ist, ja, wenn es euch jetzt gar nicht schmeckt, ihr als Community entscheidet und sagt, hey, passt oder passt nicht. Und die Idee ist, wir haben jetzt zwei Packungen, das sind jeweils 200 Gramm. Ich werde die in kleine Beutel abfüllen, nach Deutschland schicken. Ja, nicht ein extra Schiff dafür, ist ja logisch. Aber ich habe einen Bekannten, der fliegt eh nach Deutschland, der nimmt das Ganze mit, schickt das zu uns ins Lager und ihr habt dann die Möglichkeit, im Shop kleine Probepäckchen zu bestellen und dann eure Meinung dazu abzugeben. Aufnehmen, ja oder nein. Kommt gerne in die WhatsApp-Gruppe und sagt dort auch Bescheid, wie ihr mit diesen Produkten fortfahren wollt. So, ich baue jetzt hier einmal ab und dann geht es weiter mit den Konzentraten. Wir haben jetzt folgende Möglichkeiten mit den Konzentraten. Einmal als Flüssigkonzentrat und ich benutze jetzt seit ungefähr 2-3 Monaten, seitdem ich hier in Ecuador bin, wirklich, ja, nicht täglich, aber mehrere Male in der Woche und sie schmecken nicht nur gut, sie wirken auch. Und die finde ich auf jeden Fall klasse. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist jetzt zum Beispiel wirklich ein Maca-Konzentrat, ein Extrakt. Das ist ein Guayusa-Extrakt und das ist ein Kakao-Extrakt. Und von der Funktion her ist es einfach, ihr habt eine Pipettenflasche, die öffnet ihr und dann rührt ihr euch das einfach in euer Glas mit Wasser. Und ihr seht, da ist am Ende nichts mehr an komischen, ja, so Pulver oder sowas, das ist wirklich etwas, was sich komplett im Wasser auflöst. Bei dem Pulverkonzentrat ist es jetzt so, dass eigentlich nur das Guayusa-Konzentrat sich gänzlich im Wasser auflöst. Das zeige ich euch auch einmal. Ein so ein Löffelchen nehmen und das ist wirklich extrem stark. Also ein Gramm von diesem Guayusa-Konzentrat ist ungefähr so stark wie eine ganze Kanne Guayusa und hat um die 200 Milligramm Koffein. So, und jetzt seht ihr auch hier so gut wie gar keine Schwebstoffe mehr in dem Wasser am Ende.
Das letzte ist jetzt gar kein Konzentrat, sondern einfach nur pulverisierter Reishi Vitalpilz. Das Problem hierbei ist, dass dieser Pilz einfach super intensiv im Geschmack ist. Wem das gefällt, dem können wir, da können wir natürlich ein Produkt anbieten, welches einfach nur pulverisierter Vitalpilz ist. Gar kein Problem, das ist sehr einfach in der Umsetzung und du kannst es dir dann zu Hause in deinen Smoothie mischen oder damit backen oder was auch immer du damit machen möchtest und hast dadurch natürlich diesen vitalisierenden und immunboostenden Effekt des Vitalpilzes. Ich denke, dass es für die breite Masse am besten ist, ein Extrakt aus den Vitalpilzen, die wir hier sammeln können, herzustellen, damit das ganz einfach überall in jeglicher Art von Getränk oder Nahrungsmittel angewandt werden kann. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, das Konzentrat, welches sich hier in Pulverform befindet, im Vergleich zu dem Liquid hier. Das Liquid ist deutlich milder, schmeckt meiner Meinung nach sehr viel intensiver nach dem Original Guayusa als das Pulverkonzentrat jetzt. Das Pulverkonzentrat dafür hat ungefähr 30% Antioxidantien. Also das ist wirklich ein mega Antioxidantien-Boost und hat dazu auch noch 20% Koffein. Also es ist wirklich eine Bombe, dieses Konzentrat. Das ist wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Und also nicht, dass das Flüssige schlechter ist, es ist einfach nur geschmacklich doch einen Unterschied. Ich würde persönlich, wenn ich jetzt das nicht mit euch als Community entscheide, sagen, das Pulver nutzen wir eher dafür, zum Beispiel Pillen herzustellen. Und das Liquid bieten wir eben wirklich so als Pipettenflasche an, um das dann so zu ermöglichen, dass jeder das überall verwenden kann. Jetzt zu guter Letzt möchte ich mit euch nochmal die Snacks anschauen, denn die sind auch wirklich lecker. Auch hier wieder etwas, was ich in der Präsentation gar nicht erwähnt habe und erst danach drauf gestoßen bin. Das hier ist wieder Flor de Jamaica, also die Hibiskusart. Und zwar, das kennt ihr sicherlich, dieses, ja, eine Art Esspapier, aber eher so ein Fruchtpapier. Und das gemischt mit Honig, das können wir hier nicht direkt mit der Genossenschaft herstellen, aber mit einem anderen Produzenten aus Ecuador. Und das ist auch sehr lecker. Das heißt, wir haben hier ein Produkt aus der Chakra, einfach wieder in einer komplett anderen Art und Weise verarbeitet. Und natürlich könnten wir dort zum Beispiel das Guayusa-Konzentrat in Pulverform dazu mischen. Ja? Also auch das, super lecker. Super natürlich und unterstützt hier die Bauern und die Chakra-Landwirtschaft. Als nächstes die Chocoritos. Wir hatten sie als Limited Edition mal für ein Jahr im Programm und haben sie dann rausgenommen, einfach nicht neu produziert, weil sie in der Produktion in dieser kleinen Menge einfach super teuer waren und das wirklich nur eine Limited Edition war, um Leute für Guayusa zu begeistern. Nichtsdestotrotz, ich kriege andauernd E-Mails und werde andauernd danach gefragt, wann denn diese genialen, geilen Riegel wiederkommen. Denn ein Riegel war so stark wie ein Espresso und wurde mit dem Guayusa-Konzentrat hergestellt. Wie sieht das Ganze aus und was macht diesen Riegel so besonders? Einerseits, er ist so besonders, weil er mit dem Kakao, den Bananen und dem Guayusa hier aus den Chakras hergestellt wird. Das heißt, es ist wirklich ein ganzheitliches Produkt. Ja, wir kriegen die Kakaobohnen jetzt nicht plötzlich aus irgendeinem anderen Land und auch die Bananen nicht, sondern es kommt alles hier aus einer Produktion. Was wir allerdings machen müssen, wir können diese Riegel nicht mit der Gemeinde oder der Genossenschaft hier herstellen, sondern wir müssen auf einen externen Dienstleister zurückgreifen, der diese Riegel machen kann. Und das ist jetzt eine Probe. Unsere Riegel wären dann, ja, also wenn ich das hier mal so hinhalte, ja, so eine kleine Verarschepackung, aber unsere Riegel würden dann natürlich diese ganze Packung ausfüllen. Und das Tolle ist, dass wir hier Banane mit drin haben. Das Guayusa würde mit in die Schokolade integriert werden und ein Riegel würde dich ungefähr so wach machen wie ein Espresso. Beziehungsweise ihr kennt die Wirkung von Guayusa, die ist genialer als die von Kaffee. Entsprechend hast du genau diesen originalen Guayusa-Effekt mit einem Power-Riegel. So, und diese Riegel lassen sich jetzt natürlich auch wunderbar mit anderen Dingen kombinieren, zum Beispiel mit Kaffeebohnen oder vielleicht auch Kakaonips oder Ispingo, also das Simplat wiederum
Oder aber zum Beispiel Macambo. Macambo ist der weiße Kakao. Und der hat ebenfalls geniale Eigenschaften. Schaut euch das Video, also die Präsentation dazu an. Wir könnten aber auch Sacha Inchi benutzen. Das ist eine kletternde Erdnuss, also so gesehen gar keine Erdnuss, die hier im Amazonas wächst und ebenfalls wieder geniale Eigenschaften hat. Viele gute Fette und Mineralstoffe. Wir können natürlich auch anstatt Banane zum Beispiel Ananas benutzen, andere Früchte. Und das wirklich dann kombinieren und zu einem Powerfood-Superriegel zum Beispiel für Sportler entwickeln. Etwas, was mir der Produzent von den Riegeln hier ebenfalls geschickt hat, sind so, ja, und das ist lustig, wir kennen diese Dosen eher irgendwie als Katzenfutter, aber er produziert hier drin wirklich, also sowas Leckeres habe ich wirklich selten gegessen. Kaffeebohnen überzogen mit Kakao und ebenfalls Kakaobohnen überzogen mit dann nochmal, also Rohkakao bzw. geröstete, das können wir dann selbst entscheiden, wie wir das haben möchten, überzogen mit Kakao. Und natürlich können wir hier wieder in die Schokolade dann unser Guaisa-Pulver integrieren, wenn wir das möchten, wenn wir daraus ein Energizer-Produkt machen möchten. Das müssen wir nicht, das ist nicht Pflicht hier, sondern die Idee ist, und das möchte ich schon als Pflicht integrieren, dass wir so viele Produkte wie nur irgendwie möglich aus der Chakra, schaut euch gerne auch das Chakra-Video, was ist überhaupt eine Chakra, schaut euch das Video an, damit ihr das versteht, nehmen und ja, nach Europa bringen und dadurch die Bauern hier unterstützen, die Chakra-Landwirtschaft, diese traditionelle, ancestrale Landwirtschaft unterstützen. So. Und das sind im Endeffekt Kakao-Nips, ja, das ist eine ganze Kakaobohne überzogen mit Schokolade. Das hat nichts mit Mega-Dreck oder irgendeinem Billigkram zu tun, sondern das ist wirklich feinstes Snacken sozusagen. Ja. Also das hat auch seinen Preis. Das müsst ihr wissen. Das heißt nicht, dass man, ja, man kann so eine ganze Packung schnell mal wegdrücken, aber es ist eben in einem anderen Preisniveau. Es ist dennoch preiswert. Es hat, ja, also der Preis, das Produkt ist seinen Preis wert. Aber es bewegt sich eben nicht bei 50 Cent pro Tafel Schokolade, sondern dann bei, ja, deutlich höher. So, Leute, jetzt vielleicht noch mal kurz diese leckeren Macambo-Bohnen. Persönlich muss ich sagen, ich bin eher ein Fan von Sacha Inchi. Deutlich leckerer für mich persönlich. Nichtsdestotrotz, Macambo ist wirklich super interessant. Nicht nur vom Aussehen her, sondern wie gesagt auch von den Inhaltsstoffen her. Wir können das Ganze in verschiedenen Sorten, Geschmacksrichtungen produzieren. Zum Beispiel Natur, also einfach nur zum Beispiel frittiert oder geröstet. Oder mit Salz oder mit Limone oder mit Chili. Ja. Oder wir könnten es sogar auch wie diese Sacha Inchi Snacks hier, die sind mit Panela überzogen und sind dadurch dann süß. Also das ist wie so eine, ja, ihr kennt das, so eine geröstete Erdnuss mit Zucker, nur dass Panela eben deutlich gesünder ist als dieser, ja, Raffinadezucker. Auch super, super lecker. Einfach als Snack. Da muss kein Guayusa integriert sein. Das ist einfach, um die Landwirtschaft hier zu unterstützen und einen nachhaltigen, gesunden Snack für dich zu Hause zu haben, wo du kein schlechtes Gewissen hast. So Leute, das war meine Präsentation. Ja, sie ist nicht super professionell, aber ich denke, sie gibt euch einen wieder transparenten Einblick, wie das Ganze hier in Ecuador ablaufen kann. Du kannst mitbestimmen, es kann dein Produkt sein. Diese Möglichkeit habe ich so noch nirgendwo bei keiner anderen Firma gefunden. Und ich habe es mir eigentlich immer gewünscht, wo ich gedacht habe, ey, komm, lasst mich doch mal auch irgendwie mitbestimmen, das ganze, ja, Thema Dezentralität. Warum muss immer alles von einer Person bestimmt sein, die sagt, was richtig und was falsch ist? Hier habt ihr die Möglichkeit, mitzubestimmen. Also Leute, wie gesagt, die nächsten Videos werden dann wahrscheinlich eher wieder aus dem Dschungel sein. Wir schauen uns an, wie Vitalpilze in Wildsammlungen geerntet werden, wie wir damit den Genossenschaften hier in Ecuador helfen können, was Vitalpilze für die Quechua-Indianer selbst bedeuten und dann, welche Produkte wir aus diesen Vitalpilzen herstellen können. Also, bis dahin, like always, stay positive and energized. Dein Sebastian von Guia. Ciao.